Wer nicht zahlt, der wird platt gemacht, indem man ihm einfach die Luft aus dem Reifen lässt. So geht man jetzt in Niedersachsen gegen hartnäckige Schuldner vor. Ja, wie finden Sie denn das? Ist das der richtige Weg oder wie kann man überhaupt die Zahlungsmoral verbessern? Das haben wir in Hannover gefragt. Das ist ein viel. Thorsten Pleiß ist Vollstreckungsbeamter bei der Stadt Northeim. Und als Also mir als Autofahrer natürlich keine gute Idee, aber im gesellschaftlichen Sinne ja. Ja, natürlich, um das Geld dann letztendlich doch zu bekommen. Ich denke, das ist keine gute Idee, gerade so bei Senioren, die vielleicht den Hinweis dann übersehen, dass so ein Ventil da vorhanden ist. Ja, vielleicht wäre das günstiger, wenn er gleich platt wäre. Erstmal ist sie kreativ, ob das nun der richtige Weg ist. Mag ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, die gute alte Kralle wäre in dem Fall besser, weil die verhindert, dass das Auto losfährt. Und was mir auch noch gefällt, ist die Öffentlichkeit wirksam. Die anderen Leute sehen vielleicht, dass man eine Steuerschuld hat und dann begleicht man die eher. Also, dass man neue Möglichkeiten mal ausprobiert, ganz interessant. Also. Ich finde die Idee gar nicht gut eigentlich. Es geht um die Sicherheit und da sollte man es nicht machen. Ich meine, es gibt ja andere Möglichkeiten, ne, die Steuer einzuziehen. Ja gut, meiner Stelle in der Garage, da kommen die so schnell nicht dran. Ja, der Mann hat gut lachen. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Im niedersächsischen Northeim dreht man jetzt also hartnäckigen Schuldnern die Luft ab, indem man die Luft rauslässt. Zahlungsunwilligen wird das Auto erst gepfändet und wer dann doch mit dem Wagen losfahren will, na, dem geht dann schnell die Luft aus dem Reifen. Das ist billiger als eine Parkralle und offenbar auch noch sehr wirksam. Thorsten Pleiß ist Vollstreckungsbeamter bei der Stadt Northeim. Und als letztes Mittel gegen säumige Steuerzahler macht er sie platt. Zumindest ihren Autoreifen mittels eines sogenannten Ventilwächters. Wir haben Schuldner, die auch eine gewisse Summe an Schulden haben. Aber wir haben recherchiert, die haben keinen Job. Die arbeiten wahrscheinlich irgendwo schwarz oder leben von irgendwelchen anderen Mitteln. Und wir können da keine Lohnpfändung oder Gehaltspfändung durchführen. Die haben ein Konto auf andere Leute Namen und fahren aber ein großes Auto, eine große Limousine. Und da sage ich mir, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann nehme ich mir die Limousine und dann werden wir auch diesem Schuldner erklären, wo es lang geht. Das Prinzip des Ventilwächters ist einfach, effektiv und vor allem relativ günstig in der Anschaffung. Der Ventilwächter ist eine pneumatische Wegfahrsperre. Die wird aufs Rad geschraubt. Durch die Rotation des Rades beim Wegfahren drückt ein Gewicht auf das Ventil und lässt so kontrolliert die Luft ab. So dass das Fahrzeug nach ca. 300 bis 500 Metern dann mit Plattenreifen steht. Dass das Auto nicht mehr fahrbar ist, davor warnen Aufkleber, die Pleiß am Fahrzeug anbringt. Dazu noch der sogenannte Kuckuck. Damit gilt der Wagen als gepfändet. Die Stadt Northeim hat ca. 680 offene Forderungsaufträge mit einem Volumen von 390.000 Euro, die wir natürlich, wenn wir das Geld nicht bekommen, zwischenfinanzieren müssen über Kredite. Und das ist ein Mittel als Ultima Ratio, hier Druck aufzubauen, damit säumige Zahler dann auch die Forderungen begleichen bei uns. Die an beiden Vorderreifen montierten Ventilwächter einfach abzuschneiden, ist wenig erfolgsversprechend, dazu strafbar. Die kleinen neongelben Teile aber zu ignorieren, macht auch keinen Sinn. Denn nicht lang dauert die Fahrt, dann sind die Vorderreifen platt. Wenn ein Schuldner diesen Ventilwächter abmontiert, dann hat er erstmal das Problem, dass ihm die Luft sofort entweicht. Sicherlich könnte er dann mit Winterreifen oder anderen Reifen versuchen, das Fahrzeug dann auszustatten und fortzubewegen. Nur hat der Schuldner sich dann des Siegelbruchs, der Pfandverschleppung und des Diebstahls der Ventilwächter schuldig gemacht. Auch wenn die Ventilwächter vom Gesetzgeber und dem TÜV genehmigt sind, der ADAC sieht Gefahren. Wenn man den Ventilwächter einsetzt und ein Auto tatsächlich eben dann gestartet wird und losfährt, unter Umständen eben sich und andere in Gefahr bringt in Verkehrssituationen, weil der Reifen eben sofort platt ist und sobald ich das Auto bewege, entsteht eine Gefahr. Und die Menschen, wie sehen Sie es? Wenn ich mein Geld nicht bezahlen kann, wenn ich Schulden habe, dann ist das eine gute Sache, weil der Staat, der muss ja auch irgendwie sein Geld eintreiben. Ich halte davon nicht viel, weil das ist echt nicht gesund für das Auto. Auch. Ja, ich habe eine andere Meinung. Also ich finde, das ist gut. Wenn die ihre Schulden nicht abbezahlen, dann müssen die damit rechnen, dass sie irgendwie nicht mobil sind und von A nach B halt, ja, dass sie da nicht hinkommen. Der Ventilwächter, kleines Gerät mit großer Wirkung. Also lieber seine Schulden tilgen, zur Not auch in Raten,
Sie ersparen sich Ärger und platte Reifen. Grausamer Verkehrsunfall auf der A2 bei Reda-Wiedenbrück. Eine Frau prallt mit ihrem Auto gegen die Mittelleitplanke. Ein anderes Fahrzeug knallt voll in diese Unfallstelle und zerfetzt den Wagen. Die Mutter und ihr dreijähriges Kind werden schwer verletzt. Für ihren 6 Monate alten Säugling aber kommt jede Hilfe zu spät. Er wird aus dem Auto geschleudert und überfahren. Trümmer, ein Fahrzeugheck. Es ist kaum noch zu erkennen, dass dies ein Auto ist oder besser war. Eben noch ist eine Mutter mit ihren Kindern darin unterwegs auf der A2 bei Bielefeld. Es ist gegen 23 Uhr, als sie in die Mittelleitplanke fährt. Der Wagen stellt sich quer, ein nachfolgendes Fahrzeug rast mit hoher Geschwindigkeit in den Peugeot und zerreißt ihn. In dem Peugeot befand sich eine Frau mit 2 kleinen Kindern, unter anderem ein Säugling. Dieser Säugling ist nach diesem Aufprall und nachdem das Fahrzeug zerrissen worden ist, auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und wurde dort von mehreren Fahrzeugen überrollt und ist dabei tödlich verletzt worden. Das Baby hatte keine Chance. In dem Wrack eingeklemmt sind die 38-jährige Mutter und ein 3 Jahre altes Geschwisterkind. Jetzt muss die Feuerwehr mit Spezialgerät anrücken, die Überlebenden bergen. Auch Benzin ist ausgelaufen, es besteht Brandgefahr. Für die Feuerwehr ist dies kein üblicher Einsatz. Wir haben einen Massenanfall von Verletzten ausgelöst, was unter anderem bedeutet, dass ausreichend Notärzte, ein leitender Notarzt vor Ort ist. Der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes übernimmt die Koordination des Rettungsdienstes. Denn 20 Verletzte müssen die Rettungskräfte versorgen, darunter 2 sehr schwer verletzte Personen, die Mutter des toten Säuglings und das Geschwisterchen. Noch 2 weitere Autos waren in die Unfallautos gerast. Die Feuerwehr ist mit insgesamt 60 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Notfallseelsorger sind vor Ort. Nach dem Crash hatte sich eine Frau gemeldet, die angab, sie habe auf der Gegenfahrbahn etwas überrollt. Ihr Auto wurde sichergestellt. Die Polizei geht nun allen Spuren nach, will die Ursachen klären. Der Fahrerin des Unfallwagens und ihrem Kind geht es weiterhin unverändert schlecht. Sie liegen auf der Intensivstation. Die Gefahr ist steinig und gelb. Sie liegt am Strand und kann zu schwersten Verbrennungen führen. Reste von Phosphormunition, die nach Kriegsende in der Nord- und Ostsee versenkt wurden. Ja, für den normalen Strandwanderer sieht das aus wie Bernstein. Aber wenn man so einen kleinen gelben Klumpen einsteckt, dann kann der sich durch die Körperwärme selbst entzünden mit verheerenden Folgen. Es sollte ein schöner Herbstspaziergang am Plöner See werden. Er endete mit schweren Brandverletzungen am Oberschenkel. Ein 8-jähriges Mädchen verwechselt einen Phosphorklumpen am Rande des Sees mit einem Stein, steckt das Fundstück unbedarft in die Tasche und verbrennt sich schwer. Wir regen wirklich an, dass, wenn Steine gesammelt werden, dass diese nicht in der Hosentasche verstaut werden, sondern möglichst in Behältnissen, möglichst in einem Blecheimer, um sich der Gefahr dann einfach nicht auszusetzen. Das Problem? Ein Bernstein und ein Phosphorklumpen sehen sich gefährlich ähnlich. Nur, dass Phosphor ein chemischer Stoff ist, der sich an der Luft schnell entzündet und zu schweren Verletzungen führen kann. Und wenn der etwa 30 Grad hat, fängt er an zu brennen und dann brennt es und man ist ganz erschrocken darüber, dass plötzlich ein Feuer in den Kleidungsstücken ist und dann ist das meistens an der Hosentasche, die ist am Oberschenkel und dann klopft man mit der Hand drauf, sodass die Patienten also immer Verbrennung an den Fingern haben und am Oberschenkel. Phosphorwunden durch Weltkriegsmunition. Ein Großteil der Spreng- und Brandbomben, der Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, landeten in der Ostsee. Beim Verrotten unter Wasser treten immer wieder gefährliche Substanzen wie Phosphor aus und werden an den Strand gespült. Auch die Binnengewässer in Schleswig-Holstein sind davon betroffen. Am Plöner See suchten Taucher vom Kampfmittelräumdienst sofort den Grund nahe der Unglücksstelle ab. Der See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch weitere Munition, die Phosphor enthält, haben die Taucher zumindest hier nicht gefunden. Sie haben eine deutsche Stielhandgranate gefunden und 56 Schuss Munition und eine Patrone, die wohl zu einer Flak gehört. Altlasten, die zunächst harmlos erscheinen, mit gefährlichen Folgen. Das getroffene Mädchen liegt noch in der Lübecker Uniklinik. Spezialisten behandeln dort ihre Brandverletzung. Aber sie ist außer Lebensgefahr.
Heute beginnt die Woche der seelischen Gesundheit. Dadurch soll auch auf ein stetig wachsendes Problem hingewiesen werden, nämlich das der psychischen Erkrankung. Ja, früher hatte man Rücken, heute hat man Burnout. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Menschen, der nicht nur seinen Weg zum Glücklichsein gefunden hat, sondern auch andere Menschen auf die richtige Spur bringen will. Robert Betz, genannt der Glücksguru. Dein Verhältnis, dein gedankliches und gefühlsmäßiges Verhältnis zu dir selbst steht an allererster Stelle. Aber die Wut oder die Angst, die Ohnmacht und andere Gefühle, die waren schon in dir drin. Denn diese Gefühle wie Angst und Trauer sind niederschwingende, langsame Energien, langsam schwingende Energien und Freude und Liebe ist die hochschwingende Energie. Spüren Sie es auch? Dann sind Sie ein potenzieller Kunde des Glücksgurus Robert Betz und damit in bester Gesellschaft. 2 Stunden zuvor. 500 Fans zieht es zu seinem Bonner Auftritt. Für jeden gibt's erstmal eine fette Tüte. Umsonst. Das Basispaket Betz-CDs gibt's aber nur gegen Bares. Viele hier sind aber längst Fortgeschrittene in Sachen Transformation, zu Deutsch Wandel. Ich habe schon viel über Robert Betz gehört, auch Online-Seminare mitgemacht. Und das hat mich jetzt einfach interessiert, weil ich ihn live noch nicht erlebt habe. Und ich selber auch Energiearbeit mache. Und deswegen wollte ich ihn mal einfach das live erleben. Wie machen Sie Energiearbeit? Ich arbeite mit Engeln und mache Aura-Clearing und sowas. Ich habe absolut lernen dürfen, gerade in Liebesdingen, wo ich gehadert habe mit einigen Beziehungen, die ich hinter mir hatte, wo ich immer gedacht habe, mein Gott, warum greife ich immer ins Klo? Jetzt weiß ich's. Den Kerl haben Sie rausgeschmissen. Den Kerl habe ich rausgeschmissen, da kannst du für. Es macht freier. Es macht auf jeden Fall freier. Robert Betz, der Befreier. Nach einer Lebenskrise hatte der Marketingmann seine 80-Stunden-Woche an den Nagel gehängt und ganz neu angefangen. Für ihn lief das super und so predigt er es auch seinen Jüngern. Viele haben jetzt wirklich Ahnung, so eine kleine Ahnung, es könnte mehr drin sein. Sie wollen glücklich sein. Heißt, die Sehnsucht nach mehr aus dem Leben zu machen, glücklich zu sein, steigt jetzt bei sehr vielen Menschen deutlich an. Hol die Leute da ab, wo sie stehen, das ist seine Masche. Da ist der Mario Barth näher als Sigmund Freud. Frage an euch, wer hatte zu Hause in seiner Kindheit eine glückliche Mutter erlebt? Bitte mal auf sein. Touché. Glückliche Mütter sind eben selten. Dazu noch eine Prise Esoterik. Da möchte Energie fließen, elektromagnetische Energie, deine Meridiane möchte fließen. Also alles fließt im großen Makrokosmos wie im Mikrokosmos deines Körpers. Nicht bei jedem setzt da die Erleuchtung ein. Manche empfinden den Neuigkeitswert als begrenzt und gehen vor der Zeit. Es ist ja uns allen eigentlich bekannt, dass wir alle dieselben Probleme haben. Lieber die anderen zu lieben als sich selber. Aber da hilft mir jetzt auch nicht, wenn ich noch 3 Stunden hier weiter zuhöre, sondern lieber nach Hause gehe und es jetzt anfange und mache. Es ist gut, dass es Leute halt gibt, die es für sich machen möchten, aber ich kann auch ohne ganz gut damit leben. Sie kaufen jetzt keine 3 CDs? Nein, ich kaufe keine 3 CDs. 3 gehen, 500 bleiben und folgen seinen Meditationen. Manche steigen nun ein in die Welt der Betz-Seminare. Die werden von angelernten Betz-Jüngern gegeben, die nach flotten 5 Monaten Ausbildung tief eingreifen in die Seelen der Sinnsuchenden. Und das ist ein Problem. Bei Uta Bange von der Sekteninfo NRW melden sich immer häufiger Betz-Klienten, denen der Transformationsprozess nicht gut getan hat. Es wird ja auch vorgegeben, dass man in diesen Meditationen in frühere Leben zurückgehen kann und aufarbeiten kann, was man in früheren Leben erlebt hat. Und der es psychisch wirklich sehr schlecht geht. Sie hatte Wahrnehmungsprobleme, sie konnte nicht mehr schlafen, sie war extrem erregt. Da könnte man wirklich schon sagen, dass sie da psychisch so richtig Probleme bekommen hat, die auch noch einige Wochen angehalten haben. Einzelfälle sicher, aber eben krasse. Was sagt der Meister dazu? Ach, wenn Sie 7000 Leute im Seminar haben, da haben Sie immer 2, 3 dabei oder wie viel. Das ist eine sowas von kleine Minderheit, ja. Den Transformator bringt eben nichts aus der Ruhe. Vielleicht ist die Nachfrage nach ihm und seinen Produkten deshalb so groß. Sogar Olivenöl gibt's. Warum in Gottes Namen aber kauft jemand Transformatorenöl für den Salat? Alles andere habe ich schon. Deswegen das Öl. Wie viel geben Sie denn aus für Produkte von Herrn Betz? Ja, also das ist mir schon was wert. So vielleicht 50 Euro im Monat. Seine eigene Transformation ist Robert Betz auf jeden Fall gelungen. Was er in seinen Jüngern wirklich bewegt, das wissen die wohl nur selbst.
Die in den letzten Monaten stetig wachsende Flüchtlingswelle in Europa, die hat ja längst auch Deutschland erreicht. Vielerorts ist man schlichtwegs überfordert durch den Zustrom. Es gibt zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten. Im niederbayerischen Ulbering, dort soll jetzt ein ehemaliges Altenheim für 70 Asylbewerber genutzt werden. Das Problem ist nur, Ulbering selbst hat nur 200 Einwohner und dafür auch keinen Supermarkt. Und der Bus, der fährt auch nur ab und zu. Es hat einiges von einem Bilderbuchdorf. Ulbering in Niederbayern. Ruhig, idyllisch und auch ziemlich abgeschieden. Etwa 200 Menschen leben hier und bald wohl auch 70 Asylbewerber. Viel zu viel für einen so kleinen Ort, meint der Bürgermeister Ludwig Gschneidner. Das kann man einfach nicht bewältigen. Und wenn man das auf die Stadt München jetzt umlegt, dann kriegt die Stadt München 280.000 Asylbewerber, wenn man sich das einmal vorstellt. Zudem habe ihn das Landratsamt, das für die Verteilung der Asylbewerber zuständig ist, vor vollendete Tatsachen gestellt. Informationen oder Vorgespräche hat es in dem Sinn überhaupt nicht gegeben. Das Vertrauensverhältnis ist einfach gestört, wenn man als Bürgermeister das so hingelatscht kriegt. In diesem ehemaligen Altenheim sollen die Asylbewerber untergebracht werden. Das Landratsamt will trotz der Kritik an seiner Informationskette festhalten. Da mag man jetzt drüber streiten, ist das der richtige Weg oder ist das nicht der richtige Weg. Es war uns immer ein Anliegen zu sagen, erst wenn wir es sicher wissen. Ne? Weil wir haben auch oft Situationen gehabt, wo man sich im Grunde schon einig war und dann kam es doch nicht zu einer Unterschrift. Der Druck auf das Amt ist groß, deshalb ist das ehemalige Altenheim eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen könne, trotz der Abgeschiedenheit. Eine Rundumbetreuung kann es zwar nicht geben, dennoch glaubt man beim Landratsamt, dass alles funktionieren kann. Weil sich aus der Erfahrung heraus sehr viele Ehrenamtliche finden, die bereit sind, Deutschunterrichte zu geben, die bereit sind, bei Einkäufen zu begleiten, die auch bereit sind, Fahrdienste zu übernehmen. Ja, ich denke, Integration ist möglich. Integration in einem kleinen, abgelegenen Dorf. Es gibt keine Geschäfte, der nächste Supermarkt ist kilometerweit weg und der Bus fährt meist nur dreimal am Tag. Wie soll das gehen? Fragen sich viele in Ulbering. Was machen die den ganzen Tag? Was machen die 24 Stunden am Tag? Die ganzen Verkehrsverhältnisse, wo wir da haben, wir keinen Handyempfang, kein Internet. Die Flüchtlinge werden bei uns nur bestraft. Wir haben quasi 200 Einwohner und haben 70 Geiseln. Also das passt da hinten vorne zusammen. Das ist das ganze Problem. Wenn halt da 4, 5 Familien da wären, das wäre alles dann ganz, ganz normal. Also, damit ihr alle wisst, warum wir hier sitzen. Dorfwirt Hans-Peter Rose hat in seiner Verzweiflung einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, fordert darin vor allem eine bessere Verteilung der Flüchtlinge. Wir befürchten, dass Menschen, die auf so engen Raum zusammengepfercht werden, irgendwo Zündstoff bieten für Auseinandersetzungen, die wir in unserem Ort eigentlich nicht verkraften können. Bei all dem Engagement seiner Bürger macht sich Ludwig Gschneidner auch Sorgen um den Ruf des Ortes. Ulbering sei keinesfalls ausländerfeindlich, betont er. Wir möchten die Leute helfen, wir nehmen Asylbewerber auf, das ist überhaupt kein Thema nicht. Bloß die Anzahl ist halt einfach was, was wir nicht damit einverstanden sein können. So schaut der Bürgermeister mit recht gemischten Gefühlen auf die nächsten Tage. Dann nämlich werden die ersten Asylbewerber hier in Ulbering erwartet. Gute Hausmeister, die sind ja eine Mischung aus Handwerker, Reinigungskraft und Sozialarbeiter. Immer im Einsatz, mit oder ohne Kittel. Und das nicht nur in Wohn- und Geschäftshäusern. Volker Bender, der ist Hausmeister im Frankfurter Hauptbahnhof. Tausende Menschen tummeln sich täglich um ihn herum. Ja, da gibt es alle Hände voll zu tun. Wir haben ihn vor und hinter den Kulissen begleitet. Über 350.000 Menschen strömen jeden Tag durch den Frankfurter Hauptbahnhof. Wo so viel Betrieb herrscht, geht auch mal was kaputt. Dann ist er gefragt, Volker Bender, einer von 14 Hausmeistern. Sein Tag ist vollgepackt mit Aufträgen. Heute muss er als erstes einen Bordstein richten, bevor sich Reisende die Knochen brechen. Und das ist dieses kleine Teil, der ja sicherlich ein paar Kilo hat. Ersatz fürs Fitnessstudio. Rund 40 Kilo dürfte der Brocken haben. Dennoch, kein Problem. Volker Bender kann zupacken. Jetzt sitzt er. So sitzt er gut.
So lassen wir den. Schon sein ganzes Berufsleben arbeitet er bei der Bahn. Seit 6 Jahren hier am Hauptbahnhof. Auf seinem Wagen hat Volker Bender alles dabei, was er braucht. Aus Erfahrung klug. Wenn man mal die ersten paar Mal 5-mal laufen musste, um sich wieder irgendeinen Kram zu holen, den man einfach vergessen hat, dann fängt man an mitzudenken mit der Zeit. So reduzieren sich diese unnötigen Wege auf vielleicht 1 oder 2. Links und rechts halten Fernbusse, Menschen steigen ein und aus. Davon lässt sich Volker Bender nicht aus der Ruhe bringen. Sorgfältig bringt er seine Arbeit zu Ende. Ich sag mir immer, man muss am Ende des Tages zufrieden in den Spiegel schauen können. Und das kann ich. Das kann ich. Da bin ich auch stolz drauf. So gut wie neu. Volker Bender hält den Laden zusammen. Gut aus. Und weiter geht's. Es gibt schließlich noch mehr zu tun. Nur ein paar Meter weiter wurde ein Fahrradständer aus seiner Verankerung gerissen und durch die Gegend geworfen. Ja, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Hier hat sich wohl jemand ausgetobt. Vandalismus ist immer ein Problem am Bahnhof. Die Hausmeister kommen mit dem Reparieren und Ausbessern kaum nach. Das ärgert einen schon, wenn man die Sinnlosigkeit einfach sich anschaut. Ja? Es wird nicht überlegt, mache ich da jetzt was kaputt? Es gehört mir ja gar nicht. Ja, ich trete halt einfach mal dagegen, aus reinem Übermut. Ich weiß nicht, was da die Beweggründe sind. Unzufriedenheit, keine Ahnung, zu viel Kraft in den Armen. So hat Volker Bender immer gut zu tun. Er fühlt sich als Teil des großen Bahnbetriebs und weiß genau, wie wichtig seine Arbeit ist. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das hier alles nicht machen. Innerhalb kürzester Zeit wird es hier aussehen wie bei berühmten Hempelsinn am Sofa. Nichts für Volker Bender, er mag es ordentlich. So. Sternzeichen Jungfrau. Sieht die Sache wieder ordentlich aus. Hält mindestens so lange, bis wieder jemand überschüssige Energie loswerden will. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist größer als 15 Fußballfelder. Jeden Tag muss Volker Bender weite Wege zurücklegen. Wir kommen so auf 10 bis 11, 12 Kilometer. Die laufen wir durchaus schon. Ja, muss körperlich fit sein. Ja, sollte man sein. Ein Aufzug ist dennoch eine willkommene Abwechslung. Volker Bender will hoch hinaus. Jetzt geht's aufs Dach, da schauen wir mal, ob die Regenablaufrinnen in Ordnung sind. Und dass sich da nichts verstopft hat, weil es bei starken Regenfällen dann schon vorkommen kann, dass alles überläuft und sich in die Bahnhofsquersteig ergießt. Eine kalte Dusche für die Reisenden, das soll besser nicht passieren. Aber es läuft gut für Volker Bender. Der letzte Regen hat alles freigewaschen. Sieht richtig toll aus, ja. So mag er das. Heißt auch keine zusätzliche Arbeit. Da kann er mal kurz durchschnaufen. Das ist eigentlich mit nichts zu bezahlen, wenn man es genau nimmt. Ja, hier oben zu sein, bei diesem tollen Wetter, seine Aufgaben erfüllen, ja, aber gleichzeitig auch diesen Ausblick genießen. Und das sind wirklich die schönen Momente an meinem Job. Die geben einem wieder Kraft. Beim nächsten Auftrag kommt es aber nicht auf Kraft an. Hier ist mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ein elektronisches Türschloss hakelt. Da muss ich jetzt mal nachschauen, ob ich das Teil wieder einigermaßen in Gang bekomme. Volker Bender hat mal Maschinenschlosser gelernt. Solche filigranen Fummelarbeiten sind genau sein Ding. Dieser kleine Grat, der reicht eigentlich schon aus, um diese komplizierte Mechanik, die da drinnen nun mal steckt, so zu beeinflussen, dass dieses ganze Schlösslein hakelt. Eine halbe Stunde ist er nun schon dran. Das Schloss will aber immer noch nicht so, wie er will. Aufgeben kommt nicht in Frage. Wir machen so lange weiter, bis das Ding funktioniert. Vorher höre ich nicht auf. Und wenn ich Überstunde mache, ist egal. Jetzt funktioniert's wieder. Einwandfrei. Und Volker Bender kann auch heute Abend zufrieden in den Spiegel schauen. Tiefer legen, das ist nicht nur das Lebensprinzip von Manta-Fahrern, sondern offenbar auch von Hamburgs Bürokraten. Die Elbe ist nicht tief genug für gigantische Pötte, da muss man halt noch ein bisschen buddeln. Und der Radweg durch die Hafencity, ja, der ist weder optisch schön, noch ist der rechtens. Aber egal, dann wird er halt tiefer gelegt. Für teuer Geld, versteht sich. In der mondänen Hafencity hat sich Hamburg was gegönnt. Diesen 1A-Radweg. Schickes Pflaster, farblich vom Gehweg abgesetzt und für Radfahrer bequem und sicher zu nutzen.
Stolze 109.000 Euro hat das gute Stück gekostet. Aber jetzt muss der brandneue Radweg wieder weg. Dafür gibt's einen schlichten Fahrradstreifen am Rand der Hauptstraße. Ich finde es einen grandiosen Witz. Ich finde es also hanebüchen. Es ist keine Planung mit Sinn und Verstand. Sowas sollte man sich eigentlich besser überlegen, weil es eine Menge Geld ist, was sie dafür investieren. 2012 wird in der Hafencity dieser großzügige Bürgersteig samt Radweg gebaut. Doch der muss wieder weg. Der Grund? Bereits seit 2009 gibt es eine kommunale Verordnung, die empfiehlt, Fahrradstreifen an den Straßenrand zu bauen und eben nicht mehr auf den Gehweg. Eine Empfehlung, die man all die Jahre nicht umgesetzt hat, aber plötzlich ist sie wichtig und man fängt wieder von vorne an. Der Radweg verschwindet. Dafür rücken Bäume, Laternen und Fahrradständer knapp 2 Meter näher an die Hausfront. Dann kommt der Fahrradstreifen auf die Straße. Kosten des Komplettumbaus rund 450.000 Euro. Abenteuerlich. Das ist Hamburger Praxis. Also da wundert mich schon gar nichts mehr. Es ist natürlich total traurig oder es ist total blöd, dass so viel Geld aus dem Fenster geschmissen wird. Ich meine, es ist auch schon eine ziemliche Frechheit, wenn man jetzt denkt, was das kostet und man bedenkt, dass es irgendwie die Steuerzahler sind, die es bezahlen. Also wir letztlich. Bei der stadteigenen Hafencity GmbH wiegelt man ab. Man habe die Neuregelung beim Bau nicht mehr berücksichtigen können. Trotzdem hält man den Abriss des Fahrradweges für sinnvoll. Schriftlich heißt es, die Konzeption der Straße mit Fahrradschutzstreifen hat sich nach intensiven Planungen als kostengünstig erwiesen. Fahrradstreifen sind gemäß vieler wissenschaftlicher Untersuchungen insgesamt viel sicherer für Radfahrer. Schade nur, dass man zu dieser Einsicht nicht schon früher gekommen ist, dann hätte die Stadt mehrere hunderttausend Euro gespart. Das ist eine späte Erkenntnis, die jetzt eingesetzt hat. Und das ist natürlich schade, dass auf Kosten der Radfahrer jetzt die Fehler wieder korrigiert werden müssen. Ein privater Mensch kann das nicht bezahlen, so eine Fehlplanung, und dann nochmal von vorne anfangen. Ich würde eher an anderen Stellen ansetzen, wo Fahrradwege wirklich ausgebessert werden müssten, weil das ist ein brandneuer Fahrradweg. In Hamburg gibt es zig Radwege, die es dringend nötig hätten. Schlaglöcher, kaputter Asphalt und gefährliche Streckenführung. Aber ausgerechnet der niegelnagelneue Radweg in der Hafencity wird für viel Geld wieder platt gemacht. Das verstehe, wer will. Als Kind wurde mir ja immer gesagt, dass Spinat gut für mich wäre. Da wäre ja jede Menge Eisen drin und das ist ja wichtig für den Körper. Ich habe da immer brav meinen Teller leer gegessen. Doch jetzt weiß ich inzwischen, das stimmt ja alles gar nicht. Spinat ist zwar gesund, schmeckt auch toll, aber das ist alles andere als eisenhaltig. Es gibt aber noch andere kulinarische Irrtümer in Sachen Obst und Gemüse, mit denen wir jetzt mal unbedingt aufräumen sollten. Farbenfroh, frisch und vitaminreich. Obst und Gemüse vom Markt. Vitamine stecken drin und eine ganze Menge Gerüchte. Die 5 größten kulinarischen Irrtümer. Mythos 1. Karotten sind gut für die Augen. Karotten sind zum Beispiel fürs Augenlicht sehr gut. Man sagt ja nicht umsonst, ein Hase trägt keine Brille, weil er Karotten ist. Ne? Möglich, dass der Durchschnittsdeutsche deswegen pro Jahr rund 8 Kilo Karotten kaut. Allzu ernst nehmen sollte man diese Weisheit allerdings nicht, denn sie enthält nur einen Funken Wahrheit. Dass Karotten gut fürs Auge sind oder gut fürs Sehen sind, das stimmt so eigentlich nicht. Karotten enthalten zwar Beta-Carotin, aber das haben andere Lebensmittel auch in nennenswerten Mengen. Und Karotten schützen eben nicht vor Fehlsichtigkeit, wie Kurz- oder Weitsichtigkeit. Entscheidend ist aber allerdings, dass das Beta-Carotin nicht durch Fett besser verfügbar wird, sondern erst durch ein Garverfahren wie Dämpfen. Das setzt das Beta-Carotin frei und deswegen können wir es besser aufnehmen. Mythos 2. Pilze darf man nicht aufwärmen. Die beliebtesten Pilze der Deutschen, Champignons. Doch auch für sie gilt, einmal gekocht darf man sie nicht wieder erwärmen, denn dann werden sie äußerst unbekömmlich. Stimmt doch, oder? Weiß nicht, ob man Pilze noch mal warm machen kann. Keine Ahnung. Nein, davon würde ich also von abraten. Sehe ich, ist gar kein Problem. Nee, wir sind alle noch nicht gestorben davon. Dürfen die Pilze also noch einmal auf den Herd? Oder besser in den Müll damit? Pilze enthalten sehr viel Protein und Wasser und sind dadurch ideale Nährböden für Bakterien. Aber wenn ich das Pilzgericht schnell abkühle, dann im Kühlschrank lagere, kann ich das am nächsten Tag natürlich noch mal essen, vorher gut durcherhitzen und dann ist es kein Problem. Die Empfehlung aus Großmutters Zeiten hatte also früher durchaus Sinn, als Kühlschränke noch nicht in jedem Haushalt zu finden waren. Ordentlich gekühlt und richtig erhitzt ist das Aufwärmen heute kein Problem mehr. Aber vielleicht stimmt ja Folgendes. Mythos 3. Kartoffeln sind gesünder mit Schale. Also ich esse sie mit
Generell ist ja, sagt man, unter der Schale häufig die Vitamine. Ich nehme an, dass das auch stimmt, dass die also direkt unter der Schale liegen. Die Vitamine direkt unter der Schale, heißt es. Also Schale mitessen. Doch tut man sich damit wirklich so viel Gutes? Ich würde die Schale eigentlich immer entfernen nach dem Garvorgang, weil mir das zu unsicher ist. Es können Pestizide oder andere Behandlungsmittel auf der Schale sein und die kriege ich beim Kochen nicht weg. Auch das können Sie also getrost vergessen. Kartoffeln sind auch ohne Schale reich an Nährstoffen. Und dass die Knollen Dickmacher wären, stimmt übrigens auch nicht. Ganz im Gegenteil. Zumindest solange man sie nicht als Bratkartoffeln oder Pommes verdrückt. Mythos 4. Kochen zerstört Nährstoffe. Das Kochen zerstört viele Stoffe natürlich. Dafür ist es natürlich leichter verdaulich als roh. Wenn man es lange kocht, da geht schon sehr viel Gemüse, Vitamine kaputt, glaube ich schon. Klingt logisch. Die Nährstoffe können den hohen Temperaturen beim Kochen nicht standhalten. Die Folge, sie zerfallen. Doch ist das wirklich so? Das kann man so nicht sagen. Also es hängt auch davon ab, wie lange ich koche. Aber Kochen oder Garen an sich hat auch den Vorteil, dass bestimmte Nährstoffe erst freigesetzt werden durch das Garverfahren, zum Beispiel aus Brokkoli oder aus Karotten. Bessere Garverfahren sind allerdings Dämpfen und Dünsten. Die setzen Nährstoffe frei, schonen aber andere Nährstoffe. Mythos 5. Zitrusfrüchte sind die Vitamin-C-Bomben überhaupt. Vitamin C bei Erkältung, also wenn ich erkältet bin, ne, dann mache ich also eine Zitrone, presse ich mir aus mit heißem Wasser und trinke diesen als Zitronensaft. Dann habe ich also immer die besten Erfahrungen mitgesammelt. Orangen, denke ich mal, Apfelsinen, gibt es auch noch alles. Die sollen sehr viel Vitamin C haben und deshalb gut fürs Immunsystem sein. Da sind sich viele einig. Zitronen, Orangen oder Pampelmusen enthalten am meisten Vitamin C. Aber können auch andere Obstsorten mithalten? Zitrusfrüchte sind schon ziemlich gute Vitamin-C-Lieferanten. Eine Zitrone zum Beispiel hat ca. 50 Milligramm pro 100 Gramm. Aber die Kiwi, die hat 70 Milligramm pro 100 Gramm, einiges mehr. Und wenn wir in die Richtung Gemüse schauen, gibt es Kohlsorten, die haben 80, 90 Milligramm pro 100 Gramm. Und eine Paprika hat quasi doppelt so viel Vitamin-C wie eine Zitrone. Nicht die importierten Zitrusfrüchte aus dem Süden sind also die Vitamin-C-Bomben schlechthin, sondern andere Obst- und Gemüsesorten. Die Wunderwaffe, die Hagebutte. In ihr steckt 25 Mal mehr Vitamin-C als in Zitrusfrüchten. Um Obst und Gemüse ranken sich also jede Menge Mythen. Doch nicht jedem Mythos sollten Sie bedenkenlos trauen. Und das können Sie wirklich glauben. Ja, und wir stellen jetzt einen leidenschaftlichen Trompeter, einen Hobbygärtner und einen Hausmeister vor. Und das alles in einer Person. Sarah Walzer, die trifft auf ihrer Expedition Deutschland gleich einen Mann mit vielen Talenten. Und folgende Startkoordinaten haben uns zu ihm geführt. Hallo, ich bin Frederik von Flachowitz und ich schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland ins Saarland. Und zwar genau nach St. Wendel. So. Urweiler Straße 33. Ich glaube, das ist genau hier. Ein Hof, eine Schubkarre, ein Besen. Hier scheint doch jemand zu arbeiten. Hallo, guten Morgen. Morgen. Hey, was macht ihr? Wir sind auf Expedition. Auf Expedition? Ja, guten Morgen. Und wen treffen wir? Wen treffen wir hier gerade? Dietmar Federkeil, ja. Dietmar Federkeil? Ja. Ja, moin. Wo erwischen wir Sie denn hier gerade bei? Das ist hier Hausarbeit bzw. Hausmeistertätigkeit, ne? Mhm. Hier bei der Lebenshilfe. Das ist eine bundesweite Vereinigung, die sich um geistig Behinderte kümmert. Und was machen Sie hier gerade so? Ja, Hausmeistertätigkeit, also hier Unkraut jäten. Hier draußen? Äste abschneiden, mhm. Alles was hier so üblich ist, ne? Ja. Ja. Seit fast 30 Jahren arbeitet Dietmar Federkeil schon bei der Lebenshilfe in St. Wendel. Was damals als Aushilfsjob anfing, ist über die Jahre zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Für den 61-Jährigen gibt es hier genug zu tun, drinnen wie draußen. Was müssen Sie jetzt hier so machen? Ja, ich wollte jetzt hier mal die Hecke da zurückschneiden. Die wird zu hoch, muss man immer mal mehrmals am Tag, sage ich, im Jahr zurückschneiden. Ja.
Blaumann statt Anzug und Krawatte. Das Leben von Dietmar Federkeil hat so manche Wendung genommen. Ich bin Jurist eigentlich von Haus aus. Sie sind Jurist und machen jetzt hier Hausmeisterarbeiten? Ja. Wie passiert denn sowas? Das ist doch sehr interessant. Ne? Ja, total. Wie kommt's dazu? Man studiert was und stellt dann irgendwann im Referendariat fest, das ist es nicht. Ne? Zudem kam dazu, ich war auch Musiker zu der Zeit, semi-professioneller, ne? Und habe damit eigentlich viel Geld verdient zu der Zeit. Ein Musiker, wir wollen mehr hören. Dietmar Federkeil nimmt uns mit nach Hause. Doch bevor es musikalisch wird, lernen wir noch ein weiteres Hobby von ihm kennen, die Gartenarbeit. Auch bei sich zu Hause hegt und pflegt er alles, was grün ist. Ja, da ist so alles an Kräutern. Mhm. Salbei. Das ist Salbei, ne? Mhm. Das ist Estragon. Allerdings ist der schon gestützt, der war so hoch, ne? Der hat solche Stängel unten. Ja. Fast wie ein Baum. Ja, Thymian. Mhm. Rucola hier, der ausgewachsen ist. Alles Zutaten, mit denen Dietmar Federkeil seine Familie bekocht. Und das ist immer gut, wenn man dann das direkt frisch aus dem Garten dann die Kräuter auch benutzen kann. Dieses Jahr ist das alles sehr üppig gewachsen. Mhm. Ja. Und dann holt der Jazzliebhaber endlich seinen Instrumentenkoffer. Präsentiert stolz seine Trompete. Also man muss hier auf die Atmung achten, man braucht eine gewisse Zwerchfellatmung. Also nicht hier oben in der Lunge, sondern man muss hier unten ins Zwerchfell atmen. Ne? Dann muss man das hier abstützen. Das gibt Schub für die Luft. Ne? Und die Luft muss frei hier rausfließen. Und dazu kommt hier halt der Ansatz. Das heißt, ich muss das Mundstück auf die Lippen setzen, die Lippen anspannen. Ja, und dann blasen. Weil Musik ist so richtig Ihre Leidenschaft? Ja, eigentlich schon, ja. Und dem traue ich am meisten nach, dass ich da eigentlich nicht richtig das studiert habe, sag mal so. Ne? Er sei für ein Musikstudium damals einfach nicht gut genug gewesen, erzählt uns Dietmar Federkeil. Mit 13 hat er zwar im Schulorchester schon angefangen zu spielen, aber nie professionell Unterricht genommen. Trotzdem konnte er sich ein Leben ohne Trompete nicht mehr vorstellen. Was gibt Ihnen denn die Musik, wenn Sie jetzt so Trompete spielen? Sehr viel, sehr viel. Lebenskraft, ne? Es gab Phasen in meinem Leben, dann denke ich, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, was geworden wäre. Ne? Glenn Miller, Miles Davis, Louis Armstrong. Die ganz Großen des Jazz hat Dietmar Federkeil alle in seiner Plattensammlung verewigt. Und gehört werden sie keinesfalls nebenbei. Ja, sicher. Ich habe meine berüchtigten Hörnächte. Berüchtigte Hörnächte? Ja, die sind berüchtigt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, da setze ich mich abends hin, ziehe meinen Kopfhörer auf die Ohren und höre alles Mögliche durch, was mir gerade in den Sinn kommt. Die ganze Nacht? Die ganze Nacht. Trink eine Flasche Wein dazu. Und inspiriert Sie das dann auch zum Spielen, wenn Sie das hören? Ja, teilweise schon. Es frustriert aber auch oft. Warum? Ja, wenn man Leute hört, die spielen wie Gott oder weiß Gott, dann ist man mal auf dem Boden der Tatsachen und sieht, wie schlecht man selbst spielt. Doch gerade das spornt ihn immer wieder an. Dietmar Federkeil übt täglich auf seiner Trompete. Denn eines hat er gelernt, auch wenn das Leben mal aus dem Takt gerät, einfach immer weiterspielen. Ja, auch unsere Expedition Deutschland spielt natürlich weiter, und zwar morgen in Sachsen, und Sie sind wieder herzlich dazu eingeladen.
Ja, haben Sie heute noch was Besonderes vor, liebe Zuschauer? Elisabeth Schahn hat's auf jeden Fall. Die Hamburgerin, die ist vom Bundespräsidenten ins Berliner Schloss Bellevue eingeladen worden. Dort wird die 76-Jährige heute von Joachim Gauck höchstpersönlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und diese Ehre kommt natürlich nicht von ungefähr. Elisabeth Schahn hilft seit Jahren ehrenamtlich Einwanderern, ihren Platz in Hamburg zu finden. Wir haben die gute Seele von Harburg vor der Preisverleihung getroffen. Dampfender schwarzer Tee, türkische Köstlichkeiten. Mit den Migrantinnen aus ihrem Stadtteil trifft Elisabeth Can sich regelmäßig zum Frühstück. Die Frauen schätzen den Rat der 74-Jährigen seit vielen Jahren. Heute möchte sie sie vor allem zu gemeinsamen Unternehmungen mit ihren Kindern motivieren. Zum Beispiel, dass sie in ein Museum gehen oder zum Vogelpark oder alleine nur, dass sie in den Zoo gehen, dass es die Möglichkeit gibt, diese Dinge zu machen und wie man da hinkommt. Vor 12 Jahren ist Elisabeth Can in Rente gegangen. Seitdem ist sie Vorsitzende des Migrantenelternbundes in Hamburg-Harburg, einem Stadtteil mit hohem Ausländeranteil. Besonders am Herzen liegt ihr, die Menschen zum Deutschlernen zu ermutigen, ihnen zur Seite zu stehen, wenn sie nicht weiter wissen. Wenn wir ein Problem haben in der Schule, wegen unserer Kinder, wir gehen immer zu Frau Can, sie kommt mit uns in die Schule, da erzählt sie alles, also hilfsbereit. Elisabeth für uns wie Mama und wie Schwester, das ist nicht für fremde Menschen, ne? Für uns alle, das ist für alle, das fühlen wir so. Wie es ist, die Heimat zu verlassen, die Sprache eines Landes nicht zu kennen, all das hat die ehemalige Dolmetscherin, die unter anderem für die Hamburger Wirtschaftsbehörde gearbeitet hat, selbst erlebt. Als Kind musste sie mit ihrer Familie nach dem Krieg das westpreußische Marienburg verlassen, hat als junge Frau viele Jahre in Kanada und später in der Türkei gelebt, der Heimat ihres Mannes. Die Leute dort waren, wenn Sie so wollen, einfache Leute. Die Nachbarn. Aber sie waren sehr gastfreundlich. Sie haben mir in jeder Weise geholfen und in jeder Weise Verständnis gezeigt. Auch, dass ich die Sprache nicht konnte. Und sie haben es mir gesagt, wie es richtig heißt. Und das ist ein Grund, warum ich mich also in dieser Hinsicht engagiere. Elisabeth Can arbeitet häufig 5-mal die Woche. Zu tun gibt es genug. Heute braucht Fadime China ihre Hilfe. Ihr Sohn ist wegen einer Allergie nicht mit auf Klassenreise gefahren. Doch weil ein Attest fehlte, gibt es jetzt einen Bußgeldbescheid. Und zwar müssen wir das ziemlich schnell geben, diese Erklärung, denn der Brief ist schon etwas älter. Warum kommen Sie nicht rechtzeitig? Das ist... Für die Migranten mit Sprachproblemen sind Behördenschreiben oftmals eine große Herausforderung. Ein bisschen habe ich verstanden, aber ich war mir nicht sicher. Also ich wusste nicht auch nicht, was ich machen soll, weil ich kann nicht mit Papierkram nicht so gut umgehen. Hier werden Wörter benutzt, die nicht im alltäglichen Leben vorkommen. Und das bedeutet Schwierigkeiten für jemanden, der die Sprache nicht spricht. Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrigkeit ist... etwas, was sie nicht drin. Also Ordnung ist Ordnung und Widrigkeit ohne E verstehen die meisten Ausländer nicht. Dass sie mit ihrer Hilfe nicht die Welt retten kann, das weiß Elisabeth Can. Doch es seien Kleinigkeiten mit großer Wirkung, für die es sich zu kämpfen lohnt. Jemand sucht eine Wohnung und ich habe letztendlich Erfolg und finde eine. Oder ich kann jemandem helfen, Rente zu bekommen, die vorher nicht möglich war, weil nicht alle Papiere da waren oder warum sind die Papiere nicht da. Das sind so Sachen, die mich dann letztendlich glücklich machen. Glücklich, sagt sie, machen sie auch die Nachhilfestunden mit der 10-jährigen Lina. Das Mädchen aus Ägypten, das erst seit 3 Jahren in Deutschland lebt, ist eine ihrer besten Schülerinnen. Hast du Hausaufgaben auch? Ja. Ich bin ja nun schon ein bisschen älteres Semester, aber die Arbeit mit den Kindern erhält mich jung. Nicht? Und auch ich lerne von den Kindern.
Dass ihr die Arbeit mit Kindern so wichtig ist, hat auch noch einen anderen Grund. Es kann ja sein, dass in 20, 25, spätestens 30 Jahren die Kinder, die jetzt da sind, mit Migrantenhintergrund, Bundeskanzler, Minister werden. Und dann sollten die bitteschön vernünftiges Deutsch reden. Für den Migranten-Elternbund möchte die Rentnerin noch 1 bis 2 Jahre arbeiten. Was ihre Nachfolge angeht, ist sie pessimistisch. Den meisten Menschen, sagt sie, sei diese Arbeit einfach zu anstrengend. Ja, die Frau hat echt einen Orden verdient. Wer glaubt, auf Sylt, da gäbe es nur Prunk und Promis, ja, der täuscht sich. Die frische Brise lockt dort beispielsweise auch Sportler aus aller Welt alljährlich zum Surf World Cup an den Strand. Ihre Ritte auf den Nordseewellen, die sind echt atemberaubend, nur der Wind hat sich diesmal ganz schön zurückgehalten. Mit dem Wind und den Wellen war es mal wieder so eine Sache vor Sylt. Längst nicht an allen Tagen herrschten derart gute Bedingungen, etwa für die Disziplin Freestyle. Viele Wettbewerbe, vor allem im Wellenreiten, fielen aus, weil an den 10 Tagen der Veranstaltung oftmals ein zu laues Windchen wehte. Das konnte die fantastische Stimmung beim bedeutendsten Windsurf-Ereignis der Welt kaum trüben. Selbst für Legenden des Surfsports zählen auf Sylt einfach andere Dinge als immer nur perfekte Wettbewerbsbedingungen. Das ist das wichtigste, größte Weltcup der Welt. So, ich habe eine riesige Geschichte hier, viele Freunde, gute Bedingungen hin und her. Manchmal Regen, manchmal Sonne. Gute Wellen, keine Wellen. Es ist nur ein Riesenstück von der Windsurfsportsgeschichte ist hier. Für eine andere Legende war Sylt ein Schlusspunkt. Björn Dunkerbeck beendete mit 41 Jahren beim Weltcup seine Profikarriere. Ein Sylt-Fan wird er wohl bleiben. Also Sylt ist immer wieder ein Highlight, allein schon die Größe des Events. Und die wechselhaften Bedingungen sind schwierige Bedingungen. Sogar aber Leichtwind mit einem riesen Job da draußen ist eine Herausforderung. 220.000 Besucher sind in diesem Jahr zum weltweit größten Windsurf-Weltcup an die Nordsee gepilgert. Und selbst nachts wurde ihnen etwas geboten. Bei den Night Sessions steht vor allem die Show im Vordergrund. Schließlich ist Windsurfen ja nicht zuletzt ein Fun-Sport. An vielen Tagen wurden die Zuschauer zudem vom schönsten Spätsommerwetter verwöhnt. Das lockt nicht wenige hierher. Kurz vorm Winter, vorm richtigen Herbst. Das Wetter ist einmalig und passt perfekt nochmal zum Sommerende hin. So wie heute ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen laues Lüftchen fehlt ja noch. Da kann man nochmal den Racern zugucken. Ist schon ganz spannend, wenn man das nochmal so vom Strand aussieht. Pech für Philipp Köster. Der zweimalige deutsche Weltmeister im Wellenreiten hoffte auf Punkte vor Sylt. Wegen des Mangels an Wind und Wellen gab es beim Wellenreiten aber keine Entscheidung. Jetzt bleiben 2 Rennen in Frankreich und Hawaii. Ja, und das war's auch schon von uns, von der Drehscheibe. Wir sehen uns morgen wieder. Dann stellen wir Ihnen unter anderem eine neue Abzockmasche von Supermärkten vor. Wenn Kunden während ihres Einkaufs die Parkscheibe nicht ins Auto legen, ja, dann heißt es tief in die Tasche greifen. Dies und mehr dann morgen. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen. Ja, und tschüss, bis morgen in alter Frische.